Ja, mein Name ist Volker Schwarz, ich bin Geschäftsführer der VAIMO Südwestfalen. Wir sind ein Tochterunternehmen der Volksbank in Südwestfalen, haben insgesamt 12 Mitarbeiter und sind in der Region Siegerland und Märkischer Kreis. Mit der Scaleprop sind wir im Jahr 2022 zusammengekommen. Im Frühjahr hatten wir die ersten Kontakte und richtig live gegangen sind wir zum August 2022. Wir waren auch im Grund in vielen Bereichen schon aktiv, offline, online. Als Bankableger ist man da ja meist up to date und hat auch zum Glück den finanziellen Background, um vieles auszuprobieren und vieles auf den Weg zu bringen. Weil, wie heißt es so schön, das Gute ist der Feind des Besseren. Also haben wir uns mal für die vermeintlich bessere Variante entschieden. Also man kann ja immer dazulernen, das Gesamtkonzept zu überzeugen, insbesondere im Bereich digitale Akquise. Da habe ich mich auch kurz geschlossen mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Online-Marketing machen und sagen, ja, das ist für uns auch ein tolles Versuchsfeld in Anführungszeichen, weil wir hier wirklich den Erfolg direkt erkennen. Also wer geht auf eine Landingpage, wer bleibt bei uns, wer macht einen Kontakt, was bei einer vielfältigen Bankproduktpalette ja so überhaupt nicht messbar und darstellbar war. Also haben wir das auch vor dem Hintergrund gezielt so in Angriff genommen. Wir haben viele Interessenten erhalten. Im Einkauf haben wir also keinen Engpass aktuell. Das Problem ist der Verkauf. Aber insgesamt von der Resonanz, von der Bekanntheit her, bis hin der eine Effekt, dass einen Leute nachher ansprechen aus dem Umfeld, gehen wir nicht immer so auf den Geist, du bist ja immer bei YouTube und hier noch was und da noch was. Das ist schon interessant, aber überwiegend positiv, also nicht genervt und negativ, auch mit Kommentaren auf Facebook, Instagram und dergleichen. Da war so gut wie überhaupt nichts Negatives bei. Also wenn dann Feedback aus dem Bekanntenkreis, oh, ist ja interessant, macht ihr sowas auch, hatte ich ja nicht vermutet. Ja, haben wir auch schon von irgendwie verschiedentlich gemacht, weil es ja wirklich von dem bisherigen Eindruck irgendwo ein rundes Konzept ist. Also von Videoerstellung, von Landingpages oder auch aus Eigeninitiative, wo ihr da gesagt habt, komm, der Markt hat sich geändert, wir machen jetzt mal eine Kampagne, wir probieren die mal aus. Man hat ja monatlich sein Feedback, was wird wie geklickt, was kommt wie an, und da fühlen wir uns schon sehr gut betreut.